Moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Ligaspiel. Wir sind zu Gast in Bełchatów. Und ja, ich habe dieselbe Mannschaft aufs Feld geschickt wie zuletzt in der Champions League mit meiner besten Elf, die ich habe. Zurzeit natürlich. Und das ist aber ein Spiel, wo auf jeden Fall ein Sieg rausspringen muss. Ja, weil alles andere wäre inakzeptabel und da haut der das Ding an die Latte. Ja, sehr gut. Lichtowski steht genau richtig. Walesa Wolski hinnen kann sich durchsetzen. Komm, 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 komm. Cheek. Hinnen. Walesa haut das Ding aber instant gegen den Keeper. Yes! Nabil Jari, erstes Saisontor. Hat einmal die Ecke so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Kurz und zack, direkt. Sehr schön. Das wird natürlich hier kein Tanz auf dem Minenfeld. Sollte es zumindest nicht sein. Da war er aber mal erstaunlich frei. Weil er sah aus der Distanz. Ja gut. War natürlich dankbar, die Situation. Völlig frei. Der Ball ebenfalls völlig frei. Aber da muss er natürlich platzierter spielen. Das ist natürlich völlig klar. Ah, langer Ball, aber da kommt er nicht an. Komm, Wolski, da muss auf jeden Fall noch ein, zwei Tore folgen in der ersten Halbzeit gegen diese Mannschaft. Wolski, komm. Ah. Seiler, Wolski, ja, die Luft ist schick, aber der, gut, der ist auch kein Torjäger. Ja, sehr gut, Guaidis steht da, wo er soll. Hinnen auf Walesa. Luft ist schick, passt auf. Passt auf. Irgendwie kommen wir jetzt nicht voran. Komm, Bugaidis, Banas ist da, sehr gut. Ja, Bugaidis hat irgendwie nicht so das Tempo drauf. Ja, Abseits, sogar zu zweit, zu dritt sogar. Oh Mann, kann er den sogar noch annehmen? Okay, die sind aber sehr offensiv, sehr geil. Wolski, komm. Ja! Alter Schwede. Ich bescheiß mich vor Glück. Unter die Latte und noch ein Pfosten. Ich glaub's nicht, ey. Hör mir auf. Seiler steht genau richtig. Komm, Walesa, komm, 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 komm jetzt, komm. Ja, die Cheek. Er wollte wieder auf Jadi zurück, aber Wolski hat den Ball hinnen. Bugaidis. Das war scheiße gespielt. Okay, ein nüchternes 2-0. Białystok führt 6-0 gegen Polkowice. Alter Schwede, ich glaube, die steigen instant ab. Muss mal gucken, was die, welche Position die auf der, in der Tabelle haben. Aber ja, die mit einem sehr guten Spiel. Über ein Tor gemacht. 2,0. Sehr schön. Wolski auch wieder nur mit einer 3,5. So. Bugaidis motivieren. Was? Grandpack, warum nimmst du einfach das Lob nicht an? Motivieren. Loben. Motivieren.
So. All-Off-Pensum diesmal doch ein bisschen höher. So, wie das vorgestellt. Dann drehen wir nochmal das Ding hier auf. Genau. So. Und nicht anders. Gut. Auf geht's. Zweite Halbzeit. Wir werden gleich noch in der 60. Minute oder vor der 60. Wechseln. Hinein, doch verzichtet! Alter. Das erinnert mich an die letzte Saison, wo echt unglaubliche Torchancen verballert worden sind. Ja. Das, was ich mir bis heute nicht erklären kann. Und jetzt komm, Hinein. Ah. Wir stehen jetzt sehr offensiv, sehr, sehr offensiv. Yes! 2,5, er wird wahrscheinlich jetzt auch mal 1,5 oder 2 springen. Nabil Yadi vorgelegt. Boah, Junge. Sehr geil. 1,5. Junge, Nabil Yadi. Dir schenke ich eine 1. Sie dann offensives Mittelfeld zusammen mit Wolski. Suarez schon wieder mit einer 2,5. Total krank. Ich denke mal, den Hörweg wechsle ich mal ein. Linowski kann auch rechts spielen. Und dann wechsle ich noch den Kuharczyk. So. Gut. Pünktlich ins Ausgeschossen, sehr genau richtig. So, zeigt mal, was ihr drauf habt. Zidane, Valesa, sehr gut. Madeira, Madeira! Ah! Zidane, komm, Zidane, Madeira. Ah. Waren seine klassischen schlechten Abschlüsse. Aber naja, er ist auch noch ein ganz, ganz schwacher Spieler. Kann man noch nichts gegen sagen. Valesa, Madeira, Madeira! Ah. Was für Torchancen. Madeira, schön den Ball geklaut und Madeira wird gelegt. Das ist er. Cheek, nochmal Cheek und verliert den Ball, aber Zidane ist da. Wolski, Madeira, Madeira schon wieder. Mein Gott, ey. Der hält aber auch immer instant voll drauf, ne? Anstatt irgendwie mit einem Innenriss da irgendwie reinzuzirken, der haut immer voll mit Vollspann drauf. Dann Wolski, auch Valesa, der verliert den Ball, nicht Cheek. Ah. Oh, Hörweg, total offensiv, aber gewinnt den Ball, krass. Zidane. Und jetzt Madeira. Oh, abseits, wäre sowieso daneben gegangen. Junge, Junge, so viele Vorlagen. Ja, so kannst du mich nicht austanzen. So, Madeira verliert den Ball schon wieder. Oh, hier ist Madeira. Komm, 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 komm. Ah. Seiler, Seiler, komm. Seiler nochmal. Ah. Boah, Mann, ey. Konntest du nicht vom Ball trennen, ne? Das sind wieder solche Situationen. Ja, sie dann verliert den Ball. Aber ah, wir haben den wieder, jetzt nicht mehr. Ah, Beck ist da. Das war aber ganz schön eng. Ja, Weg legt den Gegner. Oh. Junge, aber noch vorm 16er. Der geht reinwetten. Oh, Glück gehabt. Komm, noch ein schönes Tor. Boah! Und da weißt du, da hat der Keeper schon kapituliert, und er hat die Hand hochgehoben und er
köpft noch gegen den Keeper. Das Ding war noch nicht mal für die Moral drinne. Ja, einfach mal, auch wenn er abseits gewesen wäre, einfach mal reingehauen. Da weißt du wenigstens, dass er reingegangen wäre. Wolski, Madeira, Valesa! Nein! Und da kannst du mir nicht sagen, dass das Absicht ist. Das ist... Ich weiß es nicht, ey. Unglaublich. Da hat bestimmt voll die schlechte Note der Valesa gekriegt. Ja, eine 3. Toll. Und der Rest hat ziemlich gut gespielt. Außer Innenverteidigung, ne? Aber Suarez 2,5, Banas 2,5, Grant Beck eine 2, Nabiliade mit einer tollen 1, Wolski mit einer 2 endlich mal, Henen mit einer 1,5, Hörwig mit einer 4, hat sich auch eine gelbe abgeholt. Ist natürlich nicht so geil. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Oh, Sabje gewinnt. Hat sie den zweiten Platz geholt, aber Krakow hat verkackt. Gegen Ruhozow, oh, guck mal. Gegen den zu dem Zeitpunkt Tabellen 15, das gibt's ja gar nicht. Gutes Spiel gemacht. Oh, hier in 15 Tore. Da geht er ab. Suarez, Sensation finde ich auch. Binting-Verstärkung, Enzo-Verstärkung, guter Griff. Madeira, aber Hörweg nur Mitläufer, ja gut. So, Bekanntgabe der internationalen Finalstadien. Stamford Bridge in Chelsea gibt's die Champions League und im Santiago Bernabeu gibt's das Europa League Finale. Die Europa League ist ja auch nicht so schlecht, ne? Ja, Ansprache natürlich positiv. So. Wir spielen gegen Gorgov. Da werde ich dann den Gibas reinstellen. Gegen Polkovice kann er eigentlich auch spielen. Der Wolski hat jetzt mal ein gutes Spiel gebracht. Ist nur genug Zeit, den Durchschnitt nach unten zu kriegen. Mit Hähnen natürlich 2,39 läuft bei ihm. Valesa 2,8 ist ja jetzt nicht so schlecht. Wird auf jeden Fall hier den Kumbes reinstellen, den Hörweg reinstellen, den Binting, aber Hörweg, was kann er denn? Links und rechts. Oder rechts und links, er kann nur rechts, dann mache ich das so. Den Enzo würde ich auch mal gerne reinlassen, von Anfang an. Ich mach das mal. Ich riskiere das. So, David Hähnen. Von Anfang an. Auch. Und du? Auch. Sehr gut. Jetzt machen wir noch ein paar. Wenn es sie dann eigentlich Nationalspieler wäre, wie wäre das in Spanien wahrscheinlich? Nicht so wie für Vater. In Frankreich. Gespräche. Ich kann den sie dann keine Gespräche. Ich kann, glaube ich, gar keinen. Erst am Montag wieder. Ja, gut. Machen wir das.
Ah, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen verkackt, weil... Ich habe jetzt einen Ticken zu früh. Ah, nee, obwohl das geht. Brauche dich in Topform? Er kann nicht ständig in Topform spielen, Junge. Hör mal auf zu jammern, ey. So, du trainierst sensationell. Super letztes Spiel. Gib im Training alles. Ich brauche dich in Topform. Geh. Nee, sowas muss ich dem ja nicht mehr sagen. Ja, die, super letztes Spiel. Glückwunsch zu deinem ersten Tor. Das läuft ja hier. Du hast gut trainiert. Bist du noch jung? Hier kann man sowas sagen. Binting. Er legt noch 5 Moral zu. Hörweg, auf jeden Fall was Gutes sagen. So, hat ihn auch was gebracht. Und der Gibas kriegt noch 3 dazu. Sehr schön. Glaube, ich pack mal den Banas rein. Ja, jetzt habe ich das aber schon dem Masek gesagt, den. Ich mach das mal so, warte mal. Ich mach's mal. So. Ne? Sieht doch ganz gut aus. Damit kann man arbeiten. Ich hoffe, die Verteidigung wird standhalten. Wäre natürlich sehr schön. Herwig hat ein bisschen an Marktwert verloren. Es ist ein schwer einzuschätzender Spieler. Er hat doch sehr gute Fähigkeiten. Aber kann das noch nicht so ganz abrufen. Aber das sieht doch soweit ganz gut aus. Schauen wir uns nochmal die Jugendmannschaft an. Da gibt es schon wieder einen Verletzten. Auch nochmal eben nochmal die Ergebnisse. A-Jugend 1-1. In der B-Jugend gibt es ein 1-5. Gegen Rzeszów. Sehr schön. Wichtig ist, dass die B-Jugend aufsteigt. Weil von da kommen ja die ganzen Talente in die A-Jugend rüber. Aber wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir hier gut dastehen. Ist ja noch nichts verloren. Gut, auf jeden Fall müssen wir ganz schnell gucken, dass wir die verletzten Leute. Knöchelprellung bis zum 5. Ich weiß nicht, ob die auch im Pokal spielen oder sowas. Deswegen wechsle ich den vorsichtshalber aus. Und in der B-Jugend sieht das alles ganz dufter aus. Gut. Was könnte ich euch denn noch zeigen? Wir haben, ist mir auch schon festgestellt, habe ich auch schon festgestellt, mehr Ausgaben als Einnahmen in der Woche. Nicht massiv, aber so 200 bis 300.000. Hier haben wir schon fast 400.000 im Monat. Naja, gut, dass wir vernünftige Einnahmen haben, so vom Spielerischen her. Also Champions League und so weiter. Ne? Ansonsten wäre das ziemlich düster, weil die Jungs, die kosten aber auch eine ganze Menge. Das muss man ganz klar sagen. Die sind nicht billig. Was kann ich denn? Ich könnte ja mal irgendwie eine kleine Veranstaltung machen, aber das ist so ein enger Zeitplan hier. Englische Wochen.
Ich kann ja mal eben gucken, was die Konkurrenz so alles treibt. In Deutschland vor allem. Oh, Dortmund nur Siebter. Das ist ja richtig heftig. Gut, ist ja relativ eng vorne, auch gerade mal erst 9 Spiele, aber... Na? Nicht besonders stark. Die Bayern aber, so wie ich das zu spüren bekommen habe, doch sehr gut. Guck mal, Contento in der Stammformation bei den Bayern. Welche Überraschung noch, der Papadopoulos, dass er überhaupt bei Bayern ist, aber im Spiel ist er hier sehr gut. Thomas Müller auch total OP. Er hat ja auch geistig sehr, sehr gute Fähigkeiten. Das ist ja das, das ist ja, guck mal, die haben alle. Das ist das, was eben entscheidend ist, dass du geistig echt gut dabei bist. Und da haben meine Spieler echt richtig krasse Defizite. Gomez, ja, guck dir mal an. Hier sind auch super Werte. Scheck, wo ist der? Hier. Auch top. Schweinsteiger. Ja, Kurzpässe 95. Theophile Catherine. Super Name. Wurde ganz früh gekauft von den Bayern. Trash. Ah, den wollte ich ja anfangs immer haben. 2,4 Millionen. Ich könnte mir den ja schon fast kaufen und ihn einfach weiter ausleihen. Soll ich das mal machen? Guck mal, da hat eine 68. Es verstimmt. Bis er auf, ist aber 69. Weil ganz ehrlich, ich habe noch nie so wirklich konsequent Spieler verliehen. Habe ich nie. Aber ich kann ihn ja verleihen, er wird ja nicht im Kader sein, da wird, ich habe ja den Gibas. Na, hier. Den er ein bisschen pushen möchte. Schwer zu sagen, weil der Mende, ne, der ist, was hatten wir nochmal für, ...21 ist er. Temperament und Kritiker. Man kann ja auch nicht alles haben, ne? Mario Götze, Alter, zieh dir das mal rein. Linksverteidiger. Oder sogar vereinslos. Nuri Sahin. Diese Werte, ne, da kommst du gar nicht drauf klar. Dann bin ich noch weit entfernt. Aber so langsam. Gut. Ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Schaltet in der nächsten Folge wieder rein, liked das Video, verbreitet das Video und den Channel wegen dem Fußballmanager, dass wir mal ordentlich hier vorankommen oder dass wir hier ordentlich vorankommen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!